Mauro Icardi wechselte im Sommer auf Leihbasis von Inter Mailand zu Paris Saint-Germain und schlug dort direkt ein. In wettbewerbsübergreifend 15 Partien erzielte der Argentinier 12 Tore und gab 2 Assists. Kein Wunder, dass PSG-Sportdirektor Leonardo Icardi langfristig binden will. Das berichtet die Daily Mail. PSG habe für den Stürmer eine Kaufoption und könnte ihn für rund 70 Millionen Euro fest verpflichten. Allerdings soll Icardis Beraterin und Frau auf weitere Angebote von Juventus Turin und Real Madrid hoffen. Am Freitag traf sich Erling Braut Haaland mit Manchester Uniteds Ole Gunnar Solskjaer, um über einen möglichen Wechsel im Winter zu sprechen. Der Daily Mirror berichtet nun exklusiv über das Gespräch. Demnach soll Haaland seinem ehemaligen Coach, die beiden kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei Molde FK, gesagt haben, er wolle zu United wechseln. Problematisch sei allerdings weiter die Meinung seines Beraters Mino Raiola, der für seinen Schützling natürlich weiter alle Türen offen halten möchte. Saúl Ñíguez besitzt bei Atlético Madrid eine Ausstiegsklausel von umgerechnet ca. 150 Millionen Euro. Laut Telegraph soll Atlético allerdings bereit sein, das Eigengewächs ab einem Angebot zwischen 90 und 100 Millionen Euro ziehen zu lassen. Der versierte Mittelfeldabräumer wurde zuletzt als Nachfolger von Paul Pogba bei Manchester United gehandelt.